Guten Morgen, Leute. Wir fahren heute raus aus dieser Stadt. Das war mir alles ein bisschen zu voll. Ich habe auch irgendwie die ganze Zeit Angst, dass wir einen Unfall bauen, weil die Leute hier, die fahren schlimmer als jeder andere, den man kennt. Keine Ahnung. Wir haben jetzt eine 2-stündige Fahrt vor uns. Ich zeige euch das mal. So schaut es aus. Wir hatten jetzt die Wahl, entweder in so ein kleines, süßes Dorf zu fahren. Da gibt es aber nicht sonderlich viel außer Berge und die Häuser sehen halt ja, schön aus, aber ich habe mich irgendwie so verbunden zu einem anderen Ort gefühlt. Den hat mir mein Vater vorgeschlagen oder uns eben. Da fahren wir jetzt hin und da gibt es nämlich auch das Meer, auch wenn es hier jetzt mittlerweile auch ein bisschen kälter ist. Also keine Ahnung, wie viel Grad haben wir? Schau mal nach. Immerhin noch 5, 10. 10 Grad. Ja, wir haben 10 Grad, es wird noch auf 16 Grad hochgehen. Ja, ja, also ich brauche irgendwie dieses Jahr noch das Meer, ich muss das Meer sehen. Meine Cousine meint, es wird sehr leer sein und deswegen bin ich gespannt, ob wir da überhaupt so Essensmöglichkeiten finden werden und so. Ja, nehmen euch auf jeden Fall mit und zeigen euch, was es da zu sehen gibt. Leute, wir haben durch und durch die beste Entscheidung getroffen. Schaut euch das hier an. Geil! Wir sind am Meer. Ich bin frei! Bitte nicht runterfallen hier. Alter, ist das schön. Oh mein Gott. Endlich. Geil. Meer. Wollen wir reingehen? Ja, lass mal hier runter, oder? Wir haben keine Handtücher dabei. Egal. Also wir haben uns im Hotelzimmer jetzt eben kurz ausgeruht. Wir haben ein größeres Zimmer bekommen, weil wir, glaube ich, einer der einzigen sind. Leute, schaut euch das hier einfach an. Wunderschön. Wir haben einfach den perfekten Spot gefunden. Ich werde ab sofort immer nur hier chillen. Richtig geil. Da ist die Sonne. Die wird da ungefähr untergehen. Ja. Und wir sind ein bisschen hungrig. Ja, sehr. Wirklich. Ich bin 2 Stunden Auto gefahren jetzt für die Strecke und Frühstück gehabt, aber jetzt erstmal richtig Kohldampf. Ich weiß gar nicht. Kennst du ein Restaurant hier? Nee, ich bin hier zum ersten Mal. Ja, hätte ja sein können, dass du schon einen Geheimtipp rausgesucht hast. So. Nee, also es scheint hier alles wirklich sehr leer zu sein. Nicht verlassen, weil im Sommer läuft hier alles wieder auf Hochtouren. Aber die meisten Restaurants haben hier tatsächlich geschlossen. Es gibt auch keine Supermärkte, sondern eher so, wie nennt man das? Halt so, ja, es ist halt eher so ein Kiosk, ne? Deswegen, heute dürfen wir uns nicht aussuchen, was wir essen wollen, sondern wir nehmen einfach das, was wir bekommen. Frankie auf Entdeckungstour. Macht auch ein paar Videos. So krass schön hier. Er hat da ganz hinten, so weit kann ich gar nicht gucken, weil ich meine Brille nicht auf habe, ein Casino entdeckt. Wir vermuten, dass es wahrscheinlich gar nicht mehr in Betrieb ist, aber wir hatten an sich keinen Bock drauf. Ich war noch nie im Casino. Total geil. Hast du Bock auf Pokern? Pokern? Da hinten? Yeah. Ja, lass mal machen. Da ist ein Strand. Richtig schöner Strand. Ja, da gehen wir auch gleich hin. Ja. Aber erstmal Essen suchen. Was haben Sie denn? Alles, was ich bestellen wollte, hat sie gesagt, können wir nicht bestellen. Also, ich wollte bestellen, hier, Omas Moussaka oder Pastizio. Ja. Nudeln mit Hackfleisch und Käse überbacken. Geht nicht. Meinst aber du? Was haben sie denn? Ja, dann meinst du, wir haben Carbonara und ja, wir haben Napolina. Das wollte ich. Also, das ist mein Gericht. Sie hat so ein deftiges Gericht. Richtig geil. Richtig geil. Lass mal essen. Ja, wir essen jetzt auf jeden Fall. Wir wissen noch nicht, wie teuer das ist, aber wir erzählen euch das im Nachhinein. Ja, Leute, schaut mal, was jetzt passiert. Die haben alle voll Hunger. Tut mir leid. Ich hab selber voll Hunger. Hey Leute, wir haben ein bisschen verkackt. Wir haben 10:30, also zumindest Frankie, 3 Stunden gepennt. Ich bin gar nicht müde und ich wollte jetzt aus Langeweile seine Kulturtasche einmal ausräumen und schauen, was drin ist, weil er so ein kleiner Chaot ist und er entweder viel zu viel zum Reisen mitnimmt, was aber auch voll unnötig ist, oder halt wirklich Sachen, wo man sich denkt, die brauchst du vielleicht zu 2% in einer Situation oder beziehungsweise trifft die Situation zu 2% ein. Fangen wir an mit einem Rasierer. Die habe ich früher immer genutzt. Sonst haben wir immer solche Männerrasierer genutzt. Die sind jetzt aber wesentlich teurer. Deswegen habe ich wieder zu den alten gegriffen. Auf jeden Fall sehr praktisch. Dann so eine, was ist das? So eine Knirschschiene. Ja, Knirschschiene.
Das Witzige ist, Frankie knirscht nicht, aber er kaut im Schlaf. Das ist ultra witzig. Also es sieht dann halt wirklich so aus, als hätte er irgendwas im Mund und würde kauen. Das ist super witzig. Will ihn jedes Mal dabei filmen, aber will ihn halt nicht dabei wecken, weil er hat einen extrem leichten Schlaf, was auch mega nervig ist. Ich schlafe wie ein Stein. Auf jeden Fall sieht das so aus. Aber nur für oben oder unten? Für oben. Fehlt hier ein Zahn? Ja. Genau. Schau mal. Ja. Da fehlt ein Zahn, geil. Wie teuer ist sowas? Keine Ahnung. Ein Permanentmarker? Ein Edding. Ja, da stand Permanentmarker. Ah, nein, ist sogar für die Wand. Für diese Wallwand, wo man so an die Wand schreibt. Wo man ja wie schon weg machen kann. Dafür ach, so einer ist das, ja. Ja, genau, für wie schon weg. Ja, keine Ahnung. Könnte man gebrauchen. Dann so ein Fuß, wie nennt man das hier? Raspler. Ein Raspler. Dann haben wir hier AirPods. Das Witzige ist, ich habe dieses Jahr auf dem Frauenfeld, auf dem Festival, als wir da am Arbeiten waren, welche gefunden. Und jetzt habe ich auch welche, richtig cool. Ich habe sonst solche Bose On-Ear, die finde ich auch mega. Ich liebe die, aber ich habe auf beiden Seiten Piercing und das stört einfach. Deswegen muss ich da noch länger warten. Das eine habe ich seit einem Jahr, also seit genau einem Jahr und das will halt null heilen, also abheilen. Und es ist halt extrem geschwollen und so. Ich habe zwar keinen Schmerz, aber es ist wirklich nervig. So ein Behälter mit Kindersicherung, wo nichts drin ist, keine Ahnung. Vielleicht alles was für Tabletten, dann Feuerzeug. Noch einen anderen Edding. So eine Augencreme, die natürlich schon abgelaufen ist. Geil. Ja, Mann, 2021. Kaugummis. Was ist das? Eine Münze. Was ist das für eine Münze? Reaper. Keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall nicht viel hier drin. Ah, das ist dieser. Nee, der ist noch billiger. So ein Billo-Rasierer. Irgendein Kabel. Und dann ganz viele Tabletten halt. Tabletten und Vitamine. Nagelknipser. Den sollte man auch immer dabei haben. Zopfgummi. Gerade sind deine Haare nicht so lang, nee, ne? Aber als ich Frankie kennengelernt habe, hatte er extrem lange Haare und der hatte immer so einen Dutt. Noch ein Knipser, hast du meinen? No, ich habe zwei. Warum gefunden. Hast du zwei? Ich habe einen gefunden auf Malta. Wow. Hier, so ein Balm. Boah, ich glaube, den kann man auch weg. Krass, ist auf jeden Fall langweilig. Ich habe so viel mehr drin. Das können wir gerne. Ja, das machen wir auch noch. Später oder morgen machen oder so. Je nachdem, wann wir einpennen, ne? Mal schauen, wann das Video kommt. Aber ist auf jeden Fall, ja. Super langweilig, das war alles. Ich räume jetzt alles wieder ein. Das Zeug, was nicht in die Kosmetiktasche kommt. Ja, aber wo ist das ganze Zeug, was. Ja, eigentlich habe ich ja Zahnpasta und so, die liegt jetzt im Bad. Aber ja, okay. Das ist nicht viel. Nee, also, das ist auch so ein Punkt, der mich total aufregt. Männer brauchen nicht viel. Die müssen sich nicht mal schminken, nicht mal ansatzweise und sehen halt immer einfach gut aus, haben eine schöne Haut und so. Kommt drauf an, ne? Aber es ist eigentlich meistens so. Ich gehe nie ohne Rouge aus dem Haus. Ich habe auch immer Rouge in meiner Tasche. Das ist irgendwie so ein Tick von mir. Und ich trage auch gerne manchmal zu viel Rouge auf. Aber das finde ich nicht so schlimm. Ich hatte mal ein Shooting mit einem Fotografen und halt auch mit einem Kumpel. Und auf den Bildern hat man am Ende gesehen, dass ich extrem rote Wangen hatte. Und wo die Leute dann auch meinten so, ja, ist ein bisschen too much und so. Aber es ist mein Markenzeichen, ja. Ja, wir chillen jetzt auf jeden Fall noch so ein bisschen rum. Wir haben gerade eine Serie angefangen, die ist witzig. Die heißt Mo auf Netflix. Und ja, ich wünsche uns, dass wir bald schlafen. Good night. Good night. So Leute, wir verlassen dieses schöne Hotelzimmer mit dem Balkon, Fernsehen und seht mal, wir hatten sogar ein zweites Zimmer. Dann haben wir dieses wunderschöne Telefon, Badezimmer, Kühlschrank und jetzt gehen wir hier raus. Ganz schön dunkel hier, weiß gar nicht, wo das Lichtschalter ist. Dann war hier nochmal ein Ausgang, da und jetzt gehen wir hier die Treppen runter. Also die Unterkunft war auf jeden Fall sehr cute, es war nur niemand hier. Dann haben wir schon 1. Dezember bald, Rezeption und jetzt gehen wir hier raus. Hier ist der Restaurantbereich. Die sind alle schon sehr auf Weihnachten eingestellt. Seht mal. So, und jetzt verabschieden wir uns hier und fahren wieder Richtung in der Nähe vom Flughafen zu der neuen Unterkunft. Ja, Leute, macht's gut. Und wir wünschen euch einen schönen ersten Advent.